3 bis 5 Nasen die Woche an 45 Kalenderwochen im Jahr. Rechnet es euch aus. Ich mache das Ganze jetzt schon seit über 20 Jahren. Und es geht um die Nase, um Nasenoperationen. Ein sehr, sehr häufiger Eingriff, nicht nur in unserer Klinik. Und das zeigt, wie relevant dieses Thema ist, das wir heute hier besprechen wollen. Es geht um die Nasenkorrekturoperation, um die Facts, um die Gefahren, die dahinter stehen, die Risiken und natürlich auch darum, wie man so etwas vernünftig angeht, wenn man eine Nasen-OP plant. Die höchste Zufriedenheitsrate, die ich bei unseren Patientinnen und Patienten sehe, in Abhängigkeit vom Operationsbereich, sehe ich bei den Nasen. Womit hängt das zusammen? Das hängt natürlich damit zusammen, dass wir uns enorm auf die Nasenchirurgie eingeschossen haben und dass ich mir tatsächlich in diesen Fällen immer die Patienten raussuche, also die Indikation so stelle, dass ich sage, hier haben wir eine gute Aussicht auf Erfolg. Das bedeutet natürlich im Umkehrschluss, dass wenn eine Patientin oder ein Patient zu mir kommt, der eine massiv voroperierte Nase hat, die zum Beispiel in diesen Fällen eine schlechte Prognose liefert, weil ganz einfach auch schon zu viel kaputt gemacht wurde oder weil die Nase nicht mehr zu retten ist, dann sollten wir von solchen Nasen immer die Finger lassen. Das heißt, schöne Ergebnisse hängen auch immer von dem ab, was die Patientinnen und Patienten an Befund mitbringen. Worauf kommt es bei den Nasenoperationen an? Wir müssen uns die Anatomie der Nase ganz genau anschauen und uns auch überlegen, was macht die Nase, außer jetzt im Mittelpunkt des Gesichts zu sein. Natürlich ist die Nase als Funktionsorgan für die Atmung in den oberen Atemwegen entscheidend. Das heißt, immer mit zu berücksichtigen ist die funktionelle Situation der Nase. Liegt eine Nasenscheidenwandverkrümmung vor? Haben wir zum Beispiel eine übergroße Situation der Nasenmuscheln, liegen Polypen vor, was auch immer da vorhanden ist, das sollte immer und stets Hals-Nasen-Ohren-technisch vorher abgeklärt werden, damit wir genau wissen, worauf wir uns dort einlassen. Wenn wir eine Operation durchführen, bei der wir die kosmetischen Aspekte der Nase operieren wollen, dann sollten wir uns immer auch die funktionellen Aspekte im Hintergrund behalten und dann entsprechend, wenn wir darauf treffen, das heißt, wenn die Nasenscheidenwand tatsächlich abgewichen ist, diese auch korrigieren. Stellt euch Folgendes vor, wir haben ein Dach, das heißt, die Nase ist beispielsweise breit und dieses Dach wollen wir verengen, um die Nase wieder schmal zu bekommen. Wenn die Belüftung unter diesem Dach vorher schon schlecht war, dann wird sie natürlich durch die Verengung der Nase nochmal deutlich schlechter werden. Deshalb stets darauf achten, wie sieht die Nasenscheidenwand aus, wie ist die Belüftungssituation der Nase, müssen wir dort mit der kosmetischen Korrektur der Nase auch eine funktionelle Korrektur in der Kombination mit durchführen. Wie ziehen wir eine solche Nasenoperation auf? Das hängt natürlich immer davon ab, welche Probleme vorliegen. Es kann durchaus sein, dass wir uns ausschließlich auf die Nasenspitze konzentrieren. Es kann auch sein, dass wir uns ausschließlich auf den Nasenrücken konzentrieren, weil vielleicht ein Höcker vorliegt. Es gibt allerdings auch Gesamtoperationen, wo wir die gesamte Konstruktion der Nase verändern. Wie die Nase verändert wird, in welcher Form sie verändert wird, das hängt natürlich auch immer von den Wünschen des Patienten ab oder der Patientin ab. Und es hängt natürlich auch immer davon ab, wie die Anatomie des Gesichtes gestaltet ist, also wie die Nase dann später in dieses Gesicht hineinpasst oder nicht hineinpasst. Wie können wir sicherstellen, dass du nach dieser Operation zufrieden bist mit deiner Nase? Worauf kommt es an? Worauf müssen wir achten? Zunächst einmal ist es wichtig, dass du uns Bilder zeigst. Du bringst mir in die Sprechstunde 1, 2 oder 3 Bilder mit von Nasen, die dir gefallen. Und dann kann ich dir gleich sagen, ob wir so eine Nase umsetzen können oder nicht. Das zweite ist, dass wir mit Simulationsprogrammen arbeiten. Ich habe ein 3D-Simulationsprogramm schon vor Jahren gekauft für die Anwendung in meiner Klinik, noch bevor es zum Standard in Deutschland gewachsen ist, dass solche 3D-Simulationsprogramme eingesetzt werden. Wenn zweidimensionale Simulationsprogramme eingesetzt werden, wo du lediglich dein Profil siehst, dann würde ich dir immer davon abraten, dich ausschließlich auf so eine Simulation zu fokussieren und darauf zu vertrauen, denn die Nase ist ein dreidimensionales Organ und sie lebt davon, dass wir im Rahmen von Simulationsprogrammen ein 3D-Programm auch anbieten, was dann tatsächlich eine realistische Vorstellung ermöglicht von dem, was nach der Operation in deinem Gesicht Bild sein wird. Die Frage ist tatsächlich immer, können wir diese Dinge, die wir in dieser 3D-Simulation erreichen, auch in deinem Gesicht, an deiner Nase erreichen? Hier haben wir verschiedene Aspekte, die es zu beachten gilt. Die Hautqualität ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Das heißt, wie dick ist die Haut? Haben wir eine dünne Haut, mit der wir viel erreichen können? Wie viele Hautüberschüsse resultieren am Ende, wenn die Nasenoperation durchgeführt worden ist? Und wie ist die Knorpelsituation und die Knochensituation?
Das sind ganz wichtige Aspekte und das erwähne ich deshalb, weil diese 3D-Simulationen immer in die Hand eines erfahrenen Chirurgen gehören. Das heißt, der Facharzt für plastische und ästhetische Chirurgie, der diese Nasenoperation mit einem kosmetischen Auge oder mit einer ästhetisch funktionellen Zielsetzung durchführt, kann, wenn er diese 3D-Simulationen für dich durchführt, anhand der Untersuchung und des Feststellens deines Befundes, diese 3D-Simulation tatsächlich realistisch durchführen. Warum erwähne ich das? Weil sehr viele Patientinnen und Patienten zu mir kommen in meiner Sprechstunde und mir solche 3D-Simulationen zeigen, die sie selbst durchgeführt haben. Es gibt da entsprechende Anbieter im Internet und das macht natürlich keinen Sinn, ob man jetzt mit Facetune arbeitet oder was auch immer, denn die Patientin oder der Patient sind Laien und können nicht beurteilen, wie sich die Haut verhalten wird, wenn wir eine Nasenoperation durchgeführt haben. Neben der Untersuchung und der Befunderhebung der Nase, um zu verstehen, was habe ich, was kann ich erreichen, ist natürlich auch das Gespräch mit dem Patienten sehr wichtig. Wir müssen verstehen, was sind deine Zielsetzungen, wo möchtest du hinkommen und was ist deine Vorstellung von einer schönen Nase. Wenn sich das matcht, also wenn wir hier zueinander finden, dann macht eine Operation Sinn. Manchmal findet man sich an der Stelle nicht. Manchmal wünschen sich Patientinnen oder Patienten eine so kleine Nase, die gar nicht in das Gesicht passt oder die gar nicht operativ ermöglicht werden kann. An der Stelle trennen sich dann in der Regel die Wege. Wie bekommen wir die perfekte Nase jetzt hin? In der Regel werden die Nasen offen operiert. Es gibt einige wenige Nasenoperationen, die man sinnvoll mit einem geschlossenen Setting durchführen kann. Was heißt offen, was heißt geschlossen? Wir führen in der Regel einen kleinen Schnitt am Nasensteg durch und öffnen die Nase wie eine Motorhaube bei einem Auto. Das ermöglicht uns eine Präzision, die ganz, ganz wichtig ist, um deine schöne Nase zu erreichen. Bei geschlossenen Operationen geht diese Präzision etwas verloren, sodass geschlossene Operationen beispielsweise für einfache Manöver wie das Abtragen von einem Höcker am Nasenrücken geeignet sein kann oder wenn es darum geht, dass man an der Nasenspitze etwas manipuliert, dann kann man nämlich die Weichteile zur Seite ziehen und die Nasenspitze so exponieren, dass man die Nasenspitze in einem sogenannten geschlossenen Setting fast offen operiert, weil man eben die Weichteile zur Seite weggezogen hat. Wann brechen wir den Nasenrücken und wann brechen wir ihn nicht? Es geht nicht so sehr darum, wann wir ihn brechen, sondern wie brechen wir den Nasenrücken, wenn es darum geht, eine schöne Nase zu bekommen oder die Nase zu optimieren. Die Nasenfraktur ist nicht eine Fraktur, die man sich mit dem Bruch eines Röhrenknochens wie am Unterarm oder am Oberschenkel vorstellt, sondern die Nase ist aufgebaut über zwei feine Knochen, die wie Lamellen nebeneinander stehen und man kann tatsächlich sehr, sehr fein justierend dort nur eine dieser beiden Lamellen brechen oder beide Lamellen, sie leicht anbrechen oder komplett brechen und damit tatsächlich eine sehr, sehr schöne Korrektur und Verschiebung des Nasenrückens erreichen von sehr breit zu sehr schmal oder von schief zu gerade. Wie machen wir das? Es gibt verschiedene Möglichkeiten, diese Frakturen durchzuführen. Mittlerweile schwöre ich darauf, das Ultraschallgerät dafür zu verwenden. Der Vorteil dieser sogenannten ultraschallbetriebenen Frakturen, dem sogenannten Piezotom oder der sogenannten Piezotomie ist, dass ich eine Art Kugelschreiber dickes Instrument in meiner Hand halte und damit ganz fein um den Knochen so herumlaufe, dass ich eine sehr, sehr präzise Fraktur erhalte. Das steht im Gegenzug oder im krassen Gegensatz zu den herkömmlichen oder alten Formen der Fraktur. Erbringung, die man durch einen Hammer und einen Meißel früher erreicht hat, wo zum Beispiel der Knochen auch absplittern kann oder wo man, wenn man zu viel Kraft oder Gewalt ansetzt, eben doch mehr bricht, als man brechen wollte. Das heißt, die Präzision ist durch diese ultraschallbetriebenen Frakturtechniken deutlich höher, als wenn wir jetzt mit Hammer und Meißel vorgehen, so wie vor vielen, vielen Jahren. Du siehst, die perfekte Nase bekommst du heute tatsächlich nur, indem wir versuchen, hochtechnologisiert mit den besten und neuesten Errungenschaften, die die Technik bietet, dort eine möglichst präzise Veränderung herbeizuführen, weil wir, wie gesagt, anhand von 3D-Simulationen und mit ultraschallbetriebener Technik das Nasenbein so formen, wie wir das tatsächlich miteinander besprochen haben. Wie geht es weiter? Wenn wir uns um den Nasenrücken gekümmert haben, die Nasenscheidewand begradigt haben, dann bleibt natürlich am Ende noch die Nasenspitze, denn das muss alles irgendwo harmonisch ineinander enden. Ob wir jetzt den Nasenrücken geschwungen oder gerade, breit oder schmal haben, das sind die Dinge, die wir sehr individuell mit dir besprechen werden und die wir dann in der Umsetzung tatsächlich durch die 3D-Simulation und mit dem, was gesprochen wird, dann auch gemeinsam planen werden. Bei der Nasenspitze ist es so,
dass wir dort mit einem knorpeligen Anteil zu kämpfen haben, der sich manchmal sehr, sehr variabel zeigt. Ob die Nasenspitze symmetrisch ist oder nicht von vornherein, das sind alles genetische Faktoren, die dort mit reinspielen, die die Fältelung und die Darstellung des Nasenknorpels produzieren, mit denen wir dann in der Operation umgehen müssen. Hier bedarf es viel Geschick, Augenmaß und natürlich sehr, sehr viel Erfahrung, um die optimale und schöne Nasenspitze zu erreichen, die du dir wünschst, die wir, wie auch mit dem Knochen, schon besprochen anhand der 3D-Simulation vorher geplant haben. Worauf kommt es bei der Nachbehandlung der Nase an? Wir haben in der Regel bei den Patientinnen und Patienten am Ende der Nasenoperation einen Gips, den wir anlegen. Kein Gips im herkömmlichen Sinne, wie wir das von früher kennen, Weißgips mit großen Verbänden und so weiter, sondern so ein kleines Stück Plastikschiene, das Ganze nennt sich Polyformschiene, die in heißem Wasser erwärmt wird, weich gemacht wird und dann ganz fein auf den Nasenrücken gelegt wird. In der Nase haben wir Silikonröhrchen, die wir deswegen einlegen, damit die Nase auch von ihrer Atmung her noch offen bleibt nach der Operation, weil in der Regel diese herkömmlichen Tamponaden, die man dort früher eingelegt hat, dazu geführt haben, dass die Patientinnen und Patienten wie Hunde hecheln und keine Luft mehr bekommen durch die Nase, was insgesamt doch sehr, sehr unangenehm ist. Diese Silikontubes werden nach 3 Tagen entfernt. Die Gipsschiene bleibt in der Regel 7 bis 10 Tagen am Nasenrücken dran und danach werden auch die Fäden gezogen, also auch so in dieser Zeit nach 7 bis 10 Tagen. In der weiteren Nachbehandlung lasse ich meine Patientinnen und Patienten die Nase tapen. Ich erkläre den Patientinnen und den Patienten genau, wie die Nase zu tapen ist. Und das Ganze wird für 2 Wochen noch einmal permanent 24 Stunden so belassen, um dann nach 3 Wochen bis zum Vollenden der 8. Woche auf ein Nasentape zu wechseln, das nur nachts angelegt wird. Die Nase wird dann zusätzlich noch mit Sprays, wie zum Beispiel Meersalzlösungen, und auch Triventropfen sauber und offen gehalten und die Patientinnen und Patienten kommen regelmäßig zu mir in die Sprechstunde, wo sie kontrolliert werden und wo die Wundheilung noch mal ganz genau angeschaut wird. Ihr seht, dass die Nasenoperationen insgesamt doch sehr, sehr komplizierte Operationen darstellen. Deswegen ist es ganz, ganz wichtig, dass ihr die maximale Katastrophe vermeidet, denn wenn man sich die Patientinnen und Patienten anschaut, die zu mir in der Sprechstunde erscheinen, dann muss ich ganz einfach sagen, dass 50% dieser Menschen voroperiert worden sind. Die sind nicht zufrieden mit ihren Nasen und wir sehen wirklich die schlimmsten Zustände von kollabierten Nasenlöchern bis hin zu massiv fehlenden Nasenknochen, weil die weggebrochen sind bei den Frakturen. Also da können ganz, ganz viele Dinge schieflaufen und das müsst ihr vermeiden. Wie vermeidet man das? Indem man sich einen erfahrenen Facharzt aussucht, der sehr, sehr viele Nasenoperationen schon durchgeführt hat. Fragt eure Operateure, wie viele Nasenoperationen machst du in der Woche? Patientinnen und Patienten, die uns kennen, die uns folgen auf Instagram oder sich unsere Posts auf Facebook oder anderen Social-Media-Kanälen anschauen, sehen, dass wir 3 bis 5 Nasen in der Woche operieren. Wenn man sich so eine Statistik anschaut und sich überlegt, dass man so in der Regel 40 bis 45 Kalenderwochen arbeitet, dann kann man an einer Hand sich auszählen und abrechnen, ob dieser Chirurg ein erfahrener Operateur für die Nase ist und ob es der geeignete Operateur für dich ist. Und am Ende bleibt natürlich nur noch das persönliche Verhältnis und das Vertrauen, das ihr aufbauen solltet zu eurem Operateur, wenn ihr euch tatsächlich dazu entschließt, die Nase operieren zu lassen und dieses doch so zentrale Organ in eurem Gesicht verändern zu lassen, was am Ende einen riesen Impact, also einen riesen Einfluss auf das Gesamtbild deines Gesichtes haben wird. Das waren die Facts zum Thema Nasenoperationen. Was haltet ihr von diesen Nasen-OPs? Habt ihr in eurem Leben auch schon Nasenoperationen durchführen lassen? Kommentiert das Video, schreibt mir eure Meinung dazu in die Kommentarleiste, abonniert ruhig den Kanal. Wir haben hier sehr, sehr viele Videos schon in der Vergangenheit hochgeladen. Das war das Video zum Thema Nasenoperationen. Wir sehen uns wieder, wenn es wieder heißt, dein Plastic Surgery Coach, Professor Dr. Sinus.